Herzlich willkommen hier im Nietzsche-Channel. Diese Folge ist der Demaskierung und Enttarnung des berühmten Übermenschen gewidmet. Außer dem berüchtigten Zitat, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht, ist der Übermensch in Also sprach Zarathustra mit Sicherheit die am meisten diskutierte Vokabel im Gefüge der Gedanken von Friedrich Nietzsche. Aber wen oder was soll der Übermensch genau darstellen? Gibt es konkrete Hinweise darauf, wie der rätselhafte Übermensch ausgekleidet ist? Zur Vorgeschichte. Nietzsche verwendete den Begriff des Übermenschen als 17-Jähriger ohne größere Bedeutung zum ersten Mal 1861 in einem Aufsatz über den englischen Schriftsteller Lord Byron. Allerdings hat Nietzsche das Wort des Übermenschen nicht erfunden. Der Ausdruck befindet sich unter anderem recht früh im ersten Teil von Goethes Faust. Ein Geist spricht zu Faust die Worte: Da bin ich, welch erbärmlich Grauen fasst Übermenschen dich. Nietzsche war der Faust bestens geläufig. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass er durch Goethe inspiriert wurde. So viel an dieser Stelle zur Vorgeschichte des Übermenschen. In Nietzsches Schriftwerk taucht der Begriff des Übermenschen operativ erst während der Jahre 1883 und 84 in allen Teilen der epochalen philosophischen Dichtung, Also sprach Zarathustra, auf. Von hier aus entfaltete er eine mitunter fatale Wirkungsgeschichte. Nietzsche benutzt das Wort Übermensch in Also sprach Zarathustra insgesamt 48 Mal. Allerdings verbleiben die Wendungen weitgehend im Nebel und können nicht aus sich heraus erschlossen werden. Daher müssen für die Erklärung des seltsamen Übermenschen weitere Schriften von Nietzsche bzw. sein Nachlass bemüht werden. 1888 schreibt Nietzsche seine Autobiografie mit dem Titel Ecce Homo, wie man wird, was man ist. Diese erscheint jedoch erst 20 Jahre später, nämlich 1908. In Ecce Homo trifft die Leserschaft auf eine hilfreiche Erklärung, wie der Übermensch zu sehen ist. Nietzsche schreibt, das Wort Übermensch zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgeratenheit im Gegensatz zu Christen, will sagen, als idealistischer Typus einer höheren Art Mensch, halb Heiliger, halb Genie. Als negative Eigenschaft lässt sich daher eindeutig festhalten, dass ein Christ kein Übermensch sein kann, da er diesem feindlich gegenübersteht. Wer sich demnach als Christ versteht und an die Inhalte der Bibel glaubt, kann kein Übermensch sein. Laut Nietzsche dient der Übermensch jedoch zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgeratenheit, wie er in Ecce Homo verrät. Dieses Kriterium der körperlichen als auch mentalen Wohlgeratenheit hat Nietzsche auf eine bestimmte Personengruppe fixiert. So steht im Vorwort zur Neuauflage der Geburt der Tragödie von 1886 bereits im ersten Abschnitt zu lesen: Die wohlgeratenste Art der bisherigen Menschen sind die Griechen. In Nietzsches Schriftwerk befinden sich weitere Passagen, die diese Aussage bekräftigen. Für Nietzsche sind körperlich und mental wohlgeratene Leiber Menschen der griechischen Antike. Auf diese Weise können wir das erste konkrete Merkmal des Übermenschen festhalten. Das Wort Übermensch dient als grundsätzlicher Platzhalter für ästhetisch wohlgeformte Menschen der griechischen Antike. Des Weiteren beschreibt Nietzsche in der oben genannten Passage aus Ecce Homo den Übermenschen als einen idealistischen Typus einer höheren Art Mensch, halb Heiliger, halb Genie. Der Hinweis auf die zu erreichende Halbgenialität zeigt an, dass sich der Übermensch kulturell weiterbilden und auf diese Weise an der Höherbildung seines Charakters arbeiten soll.
Weil er zudem ein halber Heiliger zu sein hat, folgt die Person des Übermenschen einer besonderen religiösen Prägung. Die spirituelle Ausrichtung des Übermenschen offenbart ebenfalls seine griechische Wurzel, denn in einer Notiz von Mitte 1885 heißt es: Die übermenschliche Auffassung der Welt, Dionysos. Die übermenschliche Auffassung der Welt hängt demnach eng mit der rauschhaften Religion des Dionysos zusammen. Die griechische Gottheit Dionysos steuert im Konstrukt des Übermenschen die religiöse Komponente bei. Darüber hinaus legt Nietzsche fest, wie sich die Lebensweise des Übermenschen gestaltet. Während der Erstehungsphase von Also sprach Zarathustra notiert Nietzsche im Jahr 1883: Typus, wie der Übermensch leben muss, wie ein epikurischer Gott. Der antik-griechische Philosoph Epikur vertrat bekanntermaßen eine Philosophie der Freude, der Schmerzvermeidung und der Lustbejahung. Der Übermensch muss laut Nietzsche wie ein epikurischer Gott leben. Diese Tatsache unterstreicht ebenfalls seine direkte Verbindung zum antiken Griechentum. Damit ein Übermensch entsteht, müssen daher zusammenfassend folgende Merkmale vorhanden sein. Die Person, die einen Übermensch verkörpert, darf nicht an die christliche Lehre glauben. Die Person sollte wohlgeraten sein, nach Vorbild der alten Griechen, sich künstlerisch und kulturell weiterbilden, Dionysos preisen und nach der sinnesfrohen Philosophie von Epikur leben. Diese Merkmale treffen allesamt auf die Person von Friedrich Nietzsche zu. Da sich Nietzsche in Ecce Homo ebenfalls als Genie und als göttlich und als wohlgeraten bezeichnet, kann die Maske des Übermenschen nun entfernt werden. Es ist niemand anders als Nietzsche in Person. Friedrich Nietzsche ist der Übermensch, der nach den künstlerisch-ästhetischen Idealen der griechischen Antike leben möchte und eine rauschhafte Religion nach Art des Dionysos preist. In Also sprach Zarathustra stellt Nietzsche unmissverständlich klar, dass bislang noch kein Übermensch gelebt hat. Das bedeutet, wenngleich Nietzsche in späteren Schriften Goethe, Napoleon und andere Männer in einen Zusammenklang mit dem Übermenschen bringt, können diese eben genannten Personen den Übermenschen nicht verkörpern, weil sie bereits gestorben waren, bevor Nietzsche geboren wurde. Warum kann es sich daher ausschließlich um Nietzsche handeln, der sich in Zarathustra als Übermensch anpreist? Es kann nur eine plausible Antwort geben, denn es kommt nur Nietzsche als Darsteller des Übermenschen in Frage. Der Übermensch verkörpert Nietzsches ästhetische, im kulturell hohen gelagerte Philosophie. Er hat das Christentum hinter sich gelassen und steht für eine frohe Religion im Zeichen des Dionysos. Der letzte Ausspruch von Ecce Homo lautet bekanntlich: Dionysos gegen den Gekreuzigten. Abschließend zu diesem Vortrag sei eine bittere Wahrheit bemerkt. Nietzsches ästhetisch gelagertes Modell des Übermenschen in Personalunion mit dem Autor hätte bereits 1908 bei Erscheinen von Ecce Homo durch Nachdenken enttarnt werden können. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, schreibt der Philosoph Immanuel Kant. Der Einsatz von Verstand hätte diverse Missverständnisse und vielfaches Unheil vermeiden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.